Wir haben mit MPW, My Perfect World, unglaubliche Möglichkeiten. Wir können Leben simulieren und der Simulant kann mit der Realität in Echtzeit interagieren. My Perfect World analysiert die Situation und erstellt in Echtzeit ein Skript, das darauf reagiert. Die Basis ist dabei das, was die Software zum Analysieren vorfindet. Wenn wir sie also auf die Jagd schicken, also Daten aus dem Internet abrufen, kann die Software ganz individuell diese Daten verarbeiten und herauskommt immer etwas anderes. Dafür sorgt die Interpretationsengine. Die Möglichkeiten der Software sind noch lange nicht ausgeschöpft. Die Entwicklerteams kommen jeden Tag auf neue Ideen, vom Einstellungstest zur Therapie bei Freud. Wir haben Freud simuliert, wir haben Promis simuliert, Lebendige und Tote. Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Menschheit immer mehr Daten produzieren wird und diese auch online stellen wird. Das sind perfekte Voraussetzungen, um Menschen zu simulieren. Sprunghafte Fortschritte gibt es auf dem Gebiet der Emotion Engine. Zwischenmenschliche Gefühle, Hass, Liebe und so weiter. Der Datenfluss wird verbessert werden, man arbeitet daran, aber darüber darf ich noch nicht zu viel erzählen. Da wird noch einiges passieren in Zukunft. Wir haben ja in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, Informationen und Daten über Ihren Ehemann, der MPW, zur Verfügung zu stellen. Wie war das für Sie? Es war schon lange. Ich musste auch viele Details verraten, also auch Intimes. Es waren insgesamt 3 Monate. Schon viel. Aber am schlimmsten war eigentlich, in den ganzen Kisten zu wühlen, die ganze Vergangenheit, das so wegzugeben, was so davon übrig ist. Schon seltsam. Auf diesem Monitor wird sich die Simulation ereignen. Wir können, wenn irgendwas sein sollte, wir können jederzeit abbrechen. Ich bin hier. Wir fahren sofort an. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sie können mit ihm sprechen. Er kann Sie hören und sehen. Dich so. Kinder fragen natürlich und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles bescheuert.